So, das vorherige Video habe ich beendet mit dem Slip-Modus. Seitdem sind wenige Sekunden vergangen und ich werde ihn jetzt auch erklären. Nachdem ich glaube, das Krankenwagen vorbeigefahren ist, ich munden, ey, echt, es ist Mainz, Retzenheim, aber hier ist doch ab und zu mal was los. Ja, der Slip-Modus macht Folgendes. Er lässt einen den Song bearbeiten in Echtzeit, während das Lied eigentlich weiterläuft. Ich habe jetzt hier das Lied Here and Now, das werde ich hier einfach mal starten und das Ganze demonstrieren ohne Slip-Modus. Das heißt, wir gehen zu Beginn an die Anfangsposition und starten das einfach mal. Jetzt hoffe ich nur, die Lautstärke wird sich ein bisschen verändern, weil ich es nicht genau eingestellt habe und starten mal. Definitiv. Ich weiß nicht, das gefällt mir jetzt gar nicht, aber so kann man es vielleicht am besten erklären. Also gehen wir einfach mal davon aus, die laufen jetzt super synchron und es gefällt einem. Und jetzt bearbeite ich diesen Song mit einem Loop. Jetzt kann ich später wieder einsteigen. Okay, gut, ich habe es nicht so super gesetzt. Jetzt bin ich hier aus dem Takt raus. Und all diese Fehler passieren nicht, wenn man den drin hat. Vielleicht der falsche Moment, heute ein Video zu machen, aber egal. Hier nochmal zurück. Wir machen das mal mit Slip-Modus, dann hört sich das ziemlich gut an, wenn man Erfahrung hat, weil ich habe den Slip-Modus kennengelernt mit dem 900er und seitdem nie Gedanken darüber gemacht. Das ist einfach nur das Prinzip, versucht zu erläutern zum ersten Mal und es klappt nicht. Mit ein bisschen Übung geht das mit Sicherheit. Starten wir das mal. Aktivieren den Slip-Modus. Jetzt sehen wir auch hier wunderbar diese Loop-Modus. Sektionen können wir jetzt mal einen Loop setzen von einem halben Takt. Lassen los und das Lied ist aber im Prinzip, das waren jetzt zwei Takte weitergesprungen. Das Ganze geht auch mit einem kürzeren Loop. Ja, man kann es auch übertreiben und es geht dann auch mit der Richtung. Ist irgendwo ganz cool. Weil hier wird sich das ein bisschen blöd anhören. Aber das kann man damit machen. Was man auch machen kann, man kann zum Beispiel das pausieren. Und es läuft trotzdem weiter. Das sieht man einmal hier in diesem kleinen und man sieht es hier oben nochmal. Dann springt man dahin, wo das Lied eigentlich wäre in dem Moment. Man kann zum Beispiel jetzt hier diese Punkte rufen. Glaube ich zumindest. Ja. Das kann man nochmal. Man kann im Prinzip alles, was man mit den CD-Players machen kann, machen, während es nicht eigentlich weiterläuft. Und sobald man die Aktion beendet, springt man wieder zurück. Das ist der Cue, das ist der Slip-Modus. Hohoho, Scratchy! Es läuft einmal weiter. Machen wir den mal wieder aus. Das Video ist jetzt erst 5 Minuten lang. Das heißt, wir machen mal den Sound ein bisschen runter und ich werde auf die Effekte, auf einen Effekt, ich werde auf den Delay eingehen.
Und dafür stöpsel ich jetzt gerade mein Headset von meinem Notebook ab. Auf mein Headset, mein Kopfhörer. Gut, dass ich da nichts mitreiße. Hol mal hier den Adapter raus für 3,6 mm auf 63 mm. Und stöpsel das einfach mal in mein Mikro rein. Und mach mal das Talk on und mach mal hier die Musik aus. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich weiß es nämlich nicht so genau. Aber man hört, also ich schlage da jetzt drauf. Und was ist da los? Normalerweise hört man mich dann. Weiß auch nicht warum. Mal lauter. Hallo? Du dumm. Ja, merkwürdig. Ich wusste sogar mal, wie das ging. Lege ich da mal einen Effekt drauf. Eigentlich wollte ich das hier mit erklären, aber das funktioniert nicht so, wie ich das will. Shit. Als ich das erste Mal überlegt habe, eigentlich brauchst du kein Mikrofon, du kannst es mit dem Kopfhörer machen, habe ich auch kurz geguckt, wie ich es denn machen soll. Aber mir ist es nicht. Ich hab's einfach nicht. Einfach nicht mehr hängen. Also ich krieg's jetzt einfach mit hin. Gucken hier, ist alles in Ordnung. Man sieht auch hier, es kommt was an. Sind alle Kanäle da. Aber es kommt wird auf keinen Kanal gelegt. Nee, das hätte mich auch gewundert, wenn da was passiert wäre. Mal lauter. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich mir die Box ein bisschen aufgedreht. Und jetzt kommt mal das Delay. Ich hoffe, das ist zu laut. Besser? So ist glaube ich gut. Ich habe ja was aber nicht gerade. Jetzt machen wir mal den Delay rein. Von einer halben Sekunde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh, ja, aufs Mikrofon legen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, so macht der nichts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich schau mal nehmen. Ja, okay, ich weiß warum. M steht für Master und nicht für Mike. Okay, machen wir den Delay nochmal. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4. Man sieht, es ist ein bisschen verzögert. Nehmen wir mal den Echo. Echo. Ja, okay, der Delay macht im Prinzip nichts anderes wie. Kurze Wiederholung. Machen wir das mal aus, ziehen es hier nochmal raus, ich schieb's mal kurz hier rein. Und das machen wir jetzt mal in einem Song. Und ja, mache ich das nochmal ein bisschen leiser, sonst hört mich mein Nachbarn. Und es gibt Stellen, wo das so richtig gut ankommt. Und so eine Stelle kommt nämlich gleich. Stellen wir auf den Kanal 4, weil das ist Kanal 4. Wir stellen uns auf einen halben Beat. Jetzt hört man das. Ich habe den Effekt hier aktiviert und steuere ihn einfach nur hier mit was für einer Intensivität der reinkommen soll. In dem Fall haben wir Level und Depth. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet. Aber ich kann damit einfach sagen, okay, es kommt viel Effekt, oder in dem Fall Minimum wenig Effekt. Und hier ist der volle Effekt, es kommt nur der Effekt. Und jetzt ist eine Mischung aus Originalton und Effekt. Kann man die Musik ein bisschen spannender machen. Jetzt haben wir eigentlich 10 Minuten. Ich wäre jetzt noch gerne auf ein Echo eingegangen.
Der Echo macht im Prinzip nichts anderes wie vorhin gesagt, das Wiederholen. Und das sieht dann so aus. Der Song hat gestoppt, aber es spielt noch ein bisschen. Man kann das nutzen, um halt bei Übergängen, wenn die nicht einwandfrei funktionieren oder nicht so gut aussehen, einfach vom Gefühl her auch nicht so wunderbar sind, kann man mal ein Echo probieren und meistens klappt es dann, wenn man den halbwegs gut setzt. Ja, Ende im Gelände.